Ja, Rückblickend nochmal, Spiel Babelsberg war ein schöner und wichtiger Auswärtssieg gegen sehr heimstarke Babelsberger. Die Mannschaft hat wie in den Spielen davor ja, in den engen Situationen Ruhe bewahrt und hat den Plan durchgezogen, den wir uns vorher gemacht haben. Das ist sicherlich momentan eine Qualität von uns, dass wir da bis zum Schluss auch wissen, wir können den Sieg noch einfahren. So war es dann auch in Babelsberg, die zuletzt oder die 10 Spielen Heimspiel nur 5 Gegentore bekommen haben. Wir haben 4 Tore geschossen in 90 Minuten und das ist natürlich dann wirklich eine sehr gute Leistung auch von meiner Mannschaft gewesen. Und vor allen Dingen war es auch gut, weil wir eben aus dieser englischen Woche mit der maximalen Punktausbeute auch rausgekommen sind. Kadersituation ist so, dass Florian Niederlechner klar nach der 5. gelben Karte wieder dazugehören wird. Bei Paddy Meyer möchte ich die Trainingseinheit noch abwarten, heute und morgen, um dann zu schauen, ja, in welchem Zustand er ist, ob er wieder diese Frische hat, die er auch braucht für sein Spiel, und dann eben erst morgen kurzfristig entscheiden, ob ich ihn dazu nehme. Ansonsten, ja, Andy Spann nicht dabei, klar. Christian Sauter macht die ersten Gehversuche im Mannschaftstraining, aber ist natürlich noch nicht so weit, um eine Option am Wochenende zu sein. Im Kader ist dichtes Gedränge. Die Spieler kämpfen um ihre Plätze, um den Kaderplatz, aber auch um die Anfangsformation. Und das ist wirklich ein sehr guter Umstand, dass ja, so gut wie kein Spieler abfällt und jeder dabei sein möchte. Ich denke, die Spieler haben auch registriert, dass letzte Woche ja, der Michael Deutsche, der zweimal zuvor nicht im Kader war, auf einmal in der Anfangsformation war. Gerrit Müller war zweimal auch nicht dabei und ist dann eingewechselt worden. Also jeder sieht dann auch, dass Leistung belohnt wird, und nachdem wird letztendlich dann auch Woche für Woche entschieden, wer zum Kader gehören wird. Ja, Vorschau zu Münster. Ich habe ja vor der Saison schon gesagt, sie sind eine der Mannschaften, die da vorne mitmischen können. Das sieht man jetzt auch nach 24 Spieltagen, dass sie eine hervorragende Ausgangsposition haben und einer der Top-Kandidaten für den Aufstieg sind. Für mich wird das ein enges Spiel, so ein bisschen auf Messerschneide, wo Kleinigkeiten entscheiden. Ähnlich wie es auch vor dem Spiel gegen Unterhaching war. Und da hoffen wir natürlich und da glauben wir auch dran mit Unterstützung unserer Zuschauer, unserer Fans, dass das auch ein Punkt sein kann, der ja, den Pendel ausschlagen lässt auf unsere Seite. Ich wünsche mir, dass auch die Zuschauer erkennen, dass es nicht immer nur mit Hurra-Fußball nach vorne geht, auch wenn der Gegner ein oder zwei Mann weniger auf dem Platz hat. Man muss auch manchmal den Kopf einschalten. Und die Mannschaft hat es auch gegen Erfurt gezeigt und auch umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, kein Harakiri oder zu viel Risiko zu gehen, sondern wirklich auch mit System versuchen, Torchancen rauszuspielen, ohne dass die Defensive aufgelöst wird. Und das ist der Mannschaft auch sehr gut gelungen. Ja, also bis wir 30 gestartet, das war unser Ziel, dass wir die englische Woche möglichst perfekt abschließen können. Dafür hat jeder Spieler im Kader hat sein Bestes dafür getan. Ob der jetzt eingewechselt worden ist, auf der Bank war, nicht dabei war. Die verhalten sich momentan auch perfekt, würde ich sagen. Und die, wo auf dem Platz sind, wir versuchen fehlerfrei zu spielen. Das kriegen wir momentan relativ gut auf dem Platz. Und auch wenn wir mal einen Rückschlag kriegen, wie zum Beispiel das 2-2 in Babelsberg jetzt, dann hören wir nicht auf, sondern wir versuchen dann wieder sofort den Hebel umzulegen und wieder voll auf Sieg zu spielen. Das zeichnet uns im Moment, glaube ich, gerade aus, dass wir glauben dran, dass wir den Gegner schlagen können. Und so haben wir die 3 Spiele jetzt bestritten. Ja, die Situation im Kader. Es ist eng, jeder hat seine Chancen, das ist glaube ich auch ganz gut, weil dann jeder an seine Leistungsgrenze gehen muss, wenn er spielen will. Da pusht einer den anderen und das zeigt sich momentan halt eigentlich, das ist alles schon gesagt, das wird ein sehr, sehr schweres Spiel, sehr enges Spiel, 10 Minuten versuchen, möglichst fehlerfrei zum Spielen, dass das nicht ganz funktionieren wird, das weiß glaube ich jeder, aber wir müssen das versuchen, möglichst kleine Fehler zu machen und dass der eine dem anderen sofort hilft und die wieder ausbügelt. Und dann glaube ich, werden wir bis zum Ende die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Wir haben einen Shuttle-Service. Wer hier keinen Parkplatz findet, dann die Bitte wirklich daran. Wir setzen das kostenlos ein, unten bei Hochschulzentrum K.O.-Halle, dass man diesen Service auch nutzt, die Parkplätze auch nimmt. Wir können das so bis zum Mittwoch war gegen Erfurt oder Mittwoch vor einer Woche auf keinen Fall nochmal machen, weil das ist wirklich auch Gefährdungspotenzial, weil wir keine Flucht- und Rettungswerte frei sind. Also wir schleppen dann auch konsequent ab. Das ist auch Auflage, die hier von den Sicherheitsträgern gefordert wird. Da soll sich dann keiner beschweren, wenn da alle entsprechend informiert. Und dann die Bitte, es ist ein Spitzenspiel, es wird sehr viel los sein, das Interesse an dem Spiel ist enorm. Wir sind in der Sportschau sowieso drin, es wird per Livestream übertragen, das Stadion wird sehr gut besucht sein, Business Club ist bereits ausverkauft. Also wenn jeder sich ein bisschen darauf einstellt, dass hier wahrscheinlich sehr, sehr viel los sein wird, dann kann man auch, sagen wir mal, ein bisschen im Vorfeld
Fahrgemeinschaft bilden, Shuttle-Service nutzen etc. Dann war es das soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis Samstag. Ciao.